Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg Zockt. Guckt mal, wie wir schon gecraftet haben. Blauer Himmel, wir sehen Planeten da hinten und so weiter. Also es geht voran. Jetzt würde ich mal ganz gerne ein bisschen für Ordnung sorgen hier drin. Auch ja unter dem Gedanken, dass dann das Terraforming vielleicht sich noch ein bisschen bewegt. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben hier ja Schränke und die können wir beschriften. Was haben wir hier primär drin? Alles Mögliche. Aha, Hydration. Okay, haben wir den hier. Dann haben wir hier wieder ein bisschen weniger. Ja, wie machen wir das am besten? Hier haben wir Nahrung. Ich würde hier tatsächlich mal essen. Oder machen wir Food, ist ein bisschen kürzer. Kann ich da sonst noch was reinmachen? Food und Iri. Ihr ahnt es. Iridium. Nicht ein Komma, sondern den hier. Food und Iridium. Ja, man hat sogar ein bisschen Platz. Dann schauen wir mal schnell rein. Das wäre soweit okay. Das muss rüber. Eis muss rüber. Die Superlegierungen lassen wir auch hier drin. Und Uran auch. Das ist dann einfach so ein Überbegriff, den wir da haben. Raketenantrieb ebenfalls. Gut. Und hier würde ich sagen, hätten wir dann Rohmaterial. Rohmaterial, also sprich Eisen. Bla, bli, blu. So, das wäre also Eis. Das hier, das hier. Kobalt, Nahrung, das ist allerdings wieder hier hinten dann, Food. Moment, ich müsste es natürlich noch mitnehmen. Das wäre hilfreich und das werden wir jetzt nicht die ganze Folge machen, keine Angst. Dafür habe ich dann auch keinen Nerv. Aber wenigstens jetzt mal zu Beginn ein bisschen. So, zack, 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 Food, 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 das ist alles Food. Im Prinzip die hier auch, aber die behalte ich mal noch. Wäre dann soweit okay. Dann haben wir hier genau die Sachen drin. Das machen wir mit den Kisten. Die haben wir auch eher Food. Nehmen wir die noch rüber. Ich würde sagen, in den Kisten haben wir halt einfach von allem ein bisschen. So, Stoff zum Beispiel. Dann haben wir hier nochmal zwei Kisten. Nochmal Food. Food. Vielleicht wäre es doch nicht ganz so falsch, wenn man auch irgendwie hier vorne noch ein bisschen was hätte in Sachen Food. Hier haben wir die Wasserflaschen. Ich mache mal den Food noch hier rein. Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte, dass du hier reingehst. Ist der leer? Moment. Okay. Okay, der ist fast leer. Ja gut, dann machen wir hier das rein. So, Eisen aber nicht, weil das möchte ich dann doch hier hinten haben beim Rohmaterial. Gut, dann hätten wir das soweit gewuppt. Wie sind wir eigentlich hier unterwegs in Sachen Raketenantrieb? Wir brauchen zweimal Uran und einen Iridiumstab. Genau, uns fehlt Iridium. Das war das Problem. Uran und Superlegierungen haben wir. Und dann wären wir nämlich hier dann relativ schnell beim Jetpack. Also, wir müssen Iridium suchen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Iridium war. Ich brauche gerade noch ein bisschen was zu futtern. Aber nicht irgendwelche Samen. Noch mehr Samen. Hier war Futter. Ne, hier war Wasser. Hier war Stoff. Warten wir denn gleich nochmal die Nahrungsmittel. Hier hinten ist ein bisschen was. Zack, einmal den. Ja, wir müssen uns sowieso noch kurz ausrüsten. Ohne irgendwas gehen wir da nicht hin. Einen Uranstab haben wir hier noch. Brauchen wir eigentlich nicht. Ne, brauchen wir dafür nicht. Für ein Jetpack auch nicht. Dann müssen wir, dann warten wir halt einfach noch. Und wenn wir kein Uran brauchen, brauchen wir keinen. Wir brauchen Iridium tatsächlich. Also hier nochmal ein bisschen Nahrung rüber. Viermal Sauerstoff. Da hätte ich gerne nochmal ein bisschen Wasser. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange wir unterwegs sind. So, und wir brauchen nicht 10.000 Iridium. Wir brauchen eigentlich nur eins und Teil. Uff, wo war's? Wo war Iridium? Ich gehe mal nach da hinten. Moment, ich muss mich nochmal orientieren. Ja, ich glaube, da hinten ist nicht so verkehrt. Wir gehen mal hier unten rum. Wir schauen uns das jetzt einfach mal ein bisschen an. Da vorne haben wir nochmal so eine Höhle. Da hinten ist die alte Basis. Da können wir dann schnell gucken wegen Sauerstoff. Ist das eine Höhle hier? Dann waren wir hier noch nie. Wenn ich jetzt Aluminium finde, das würde ich tatsächlich mitnehmen. Aber den Rest, den lassen wir. Nee, das sieht nur so aus. Gut, aber hier weiter hinten haben wir noch ein bisschen was. Sagen wir schnell, Sauerstoff. Müssten wir eigentlich nicht. Wir haben den Sauerstofftank 4. Mach's trotzdem. Hier ist leer. Okay, Kiste könnten wir zerlegen. Hätten wir ein Eisen. Machen wir nicht. Weil das blockiert uns wieder den Inventar. Wir gehen nach hier hinten und schauen mal, dort ist eine Kiste. Was da drin ist. Silizium ist aber halt. Ne, das ist Titan. Lass die Finger davon. So, wo haben wir Aluminium? Hier haben wir Eisen. Da haben wir Magnesium. Da hätten wir Silizium gehabt. Ne, lassen wir. Was ist hier drin? Rucksack brauchen wir nicht.
Silizium nehmen wir mal rüber, den Rest lassen wir und dann schmeiße ich hier doch tatsächlich... Nee, Titan habe ich gar nicht aufgenommen. Alles okay, nochmal Titan. Ich habe halt wirklich keinen Plan, ob das hier richtig ist, dass wir hier irgendwo an Iridium ranlatschen. Wir werden es rausfinden, anders funktioniert es halt nicht. Es ist schon mal rötlich. Dieses Rötliche sagt mir, mit ein bisschen Glück, eben in Kisten drin ist teilweise noch was. Ja, das ist der kürzere Weg tatsächlich nach hier hinten. Da können wir auch ganz außen rumlaufen. Da hinten ist rot. Oh, das sieht nicht so schlecht aus. Ja, das könnte Iridium sein. Es ist Iridium. Sehr gut, hatte ich den richtigen Instinkt. Wir nehmen natürlich gleich mal mit, was wir finden. Zur Not werde ich tatsächlich den Rucksack nochmal kurz leeren. Komme ich hier rauf? Nö, aber das müsste ja dann doch irgendwie... Ach, das kann ich von hier unten abbauen. Sehr gut. Sonst noch was da oben? Nö, hier nochmal. Ja, Iridium in rauen Massen. Nehmen wir mit, brauchen wir sowieso wahrscheinlich. Schmilzt bei 1000 Dingens. Ne, da kann ich nichts machen. Da brauche ich nur irgendeine Wärmelampe, damit ich da rankomme. Das ist wahrscheinlich noch Aluminium. Okay, gut, aber wir haben ja jetzt Iridium. Ja, das schmilzt auch. Okay, also irgendwie müssen wir irgendwann mal noch was mit Wärme machen, so wie es aussieht. Haben wir so im Groben. Schauen wir schnell. Ja, 4-5 Stück haben wir. Dann nehmen wir doch mal nochmal ein bisschen Kobalt mit. Und dann würde ich gerne noch Silizium mitnehmen. Und den Rest, den lassen wir, wie wir es haben. Wo hat man denn gerade nochmal? Eisen können wir auch immer gebrauchen. Irgendwo lag doch noch Silizium oben. Oder dachte ich das? Nur habe ich mir das gewünscht. Und doch hier hinten, guck mal. So, einmal den. Ansonsten lassen wir es. Wir sind halbwegs gut unterwegs. Mit ein bisschen Glück komme ich noch rechtzeitig zu der alten Basis. Dann können wir dort nochmal kurz Sauerstoff uns gönnen. Ist die weit weg? Ich weiß es gerade nicht. Ja, das sind doch nochmal 1, 2, 3 Meter. Da vorne ist sie. Wenn ich da gucke, das könnte eher eng werden. Die Kiste lasse ich mal. Nö, das müsste eigentlich reichen. Ich möchte jetzt hier nicht sterben. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert, wenn man stirbt. Wir sind mal gestorben. Da hatten wir aber noch nicht viel. Also wir konnten dann halt auch natürlich entsprechend nicht viel verlieren. Deswegen, ich weiß es nicht. Ist jetzt aber auch egal. Halt, das war falsch. Wobei, hier kann ich natürlich auch rein. Hier gibt es auch Sauerstoff. Hier haben wir noch Magnesium drin und nochmal Eisen. Ich nehme mal noch das hier mit. Okay. Reicht, reicht. Und dann düsen wir zurück zu unserer Hauptbasis. Denn jetzt können wir den Raketen bzw. den Jetpack-Kollegen tatsächlich machen. Ich weiß noch nicht, ob wir den schon verwenden können. Brauchen wir dafür nicht irgendwie diese Stiefeletten der Marke der Stärke 4? Wir haben erst die 3er. Also uns fehlen da tatsächlich noch welche. Beim Terraforming sind wir bei 1,43, allerdings 1000. Ah, da kommen wir jetzt schon auch langsam in die Gänge. Energie haben wir noch. Der Wasserspender, hat der schon was gemacht? Wo kann ich denn hier gucken? Man lasse mich mal schnell gucken. Da. Da war doch gerade die Stelle. Da. Ah, okay. Tatsächlich 4 Wasserflaschen. Den werden wir leeren, weil... Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht produzieren, wenn da alles schon voll ist. So, wir gehen mal schnell nach hier hinten. Food und Iridium, genau. Da ist der Schrank schon voll. Wir brauchen aber tatsächlich sowieso genug Iridium. Wir müssen die anderen Sachen mal loswerden. So, Iridium habe ich jetzt fälschlicherweise rübergetan. Brauchen wir gar noch was zu essen? Nö, aber was zu trinken? Ja, essen tun wir auch mal noch, dann ist das hier im grünen Bereich. Also einmal Iridium rüber, das kann da noch zum Dingens rüber. Und dann würde ich sagen, alles rüber. Ich glaube, Titan brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist okay. Und Titan haben wir doch auch. Irgendwo. Da. Einmal Titan. Das müsste eigentlich schon reichen. Wir schauen mal schnell. Zack, einmal so ein Teil. Und dann ihn hier. Da brauchen wir die Raketentriebwerke. Wo haben wir denn die? Ja, wo haben wir denn die? Keine Ahnung. Beweglichkeitsstiefel. Nee, hier haben wir sie nicht. Wo sind die denn jetzt hingekommen? Beziehungsweise haben wir die jetzt... Ach so, habe ich noch nicht... Habe ich noch gar nicht gemacht. Da brauchen wir... Hä, was habe ich denn vorher geguckt? Wir brauchen tatsächlich Uran. Ach so, für die Stäbe? Ja, Stab haben wir. Okay, jetzt wird's... Nein, es wird nicht kompliziert. Uran.
Oh, komm, nochmal irgendwo Uran. Da. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Kommen wir jetzt zur Sache näher, wenn es nicht hakt. Eine Superlegierung. Die haben wir auch noch irgendwo. Zack. So, jetzt aber. Jetzt bin ich selber gespannt. Raketentriebwerk. Dann haben wir zwei von denen. Nehmen wir mal. Und dann er hier. Wo ist das andere Raketentriebwerk? Das ist im Schrank drin. Hier hinten. Oh, jetzt. Ja, ja. Da. Da haben wir das zweite. Jetzt müsste es gehen. Jetpack. Da ist er, Kollege Jetpack. Heiliges, okay. Einmal rüber mit dir. Ja, und jetzt könnt ihr dreimal raten, was ich jetzt mache. Richtig, jetzt gehe ich mal gucken, ob das klappt. Mit der Leertaste. Oh, ja, guck mal, wir fliegen. Gibt es da einen Fallschaden? Wahrscheinlich ist man halt mit den Dreierstiefeln noch ein bisschen schneller in der Luft. Das ist ja schon sehr nett. Kann ich auch aufwärts fliegen? Eher schwierig, aber wir sind, glaube ich, schon nochmal einen ganzen Happen schneller mit dem Teil. Ach, wie cool ist das denn? Gut, das hätten wir. Jetzt wollte ich hier schnell Wässerchen uns gönnen. Dann kann der wieder hoch. Dann kann der nämlich wieder weiterarbeiten. Und da würde ich sagen, wir schauen mal schnell wegen der Energie. Brauche ich gerade was zu essen? Nö, brauche ich nicht. 32. Ich würde gerne nochmal, das machen wir jetzt auch schnell, so ein kleines Teil zerlegen und ein großes hinstellen. Das wäre klein. Einmal zerlegen, dankeschön. Dann wollen wir doch schnell gucken. Für das Große brauchen wir... Wo haben wir es denn? Gut versteckt. Oh, wir müssen immer noch mal hier reingucken, was wir alles noch nicht haben. Der Blumentopf. Hier, das Biolabor. Das wäre natürlich auch nicht unwichtig. Ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Das werden wir uns gleich mal ansehen nachher. Sobald ich hier... Was wollte ich jetzt machen? Ihn hier. Aluminium und Magnesium fehlt. Haben wir noch? Ich glaube schon. Aluminium und Magnesium. Oh, hier wird es irgendwie langsam eng. Nö, haben wir nicht. Zumindest nicht hier drin. Ach, hier ist ja das Rohmaterial. Magnesium. Einmal so. Und was war es noch? Aluminium. Können wir schnell gucken. Jawohl, kriegen wir hin. Also nochmal eine Energie, ganz einfach, damit wir auf der sicheren Seite sind. So, einmal hier hin, zack den, dann zack diesen und einmal fröhlich drehen. Sauber, gehen wir schnell gucken, wie es jetzt aussieht. Ein bisschen mehr müssen wir haben, auch wenn wir das andere abgerissen haben. 45, das ist in Ordnung. So, also Biolabor. Das ist wahrscheinlich relativ groß, das Ding. Wo haben wir es? Ne, das ist die fortgeschrittene Herstellungsstation, die haben wir. Da. Ach nee, können wir nicht bauen. Wir haben kein Osmium. Da müssen wir mal rausfinden, wo Osmium herzukriegen ist. Hier, das Teil könnte man machen. Beschleunigt den Terraformprozess erheblich in dem Raketen. Okay, das wäre das nächste Ziel. Dreimal Titan, dreimal Eisen, dreimal Superlegierung. Haben wir noch drei Superlegierungen? Zwei. Es ist ein Elend. Wir haben immer, wenn wir gucken... Moment, drei Eisen brauche ich aber auch noch. Ja gut, das können wir nachher gucken. Wir müssen erst nochmal so eine Superlegierung, glaube ich, machen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch so ein Teil rumliegt. Nee. Wir haben ja in der gestrigen Folge, glaube ich, wirklich diese Superlegierungen gemacht. Nee. Nee, da haben wir nichts. Also, dann müssen wir nochmal erst so ein Teil schnitzen. Kobalt, Eisen, Magnesium. Eigentlich alles, was wir haben. Eisen, Titan, Magnesium, Dingens... Was haben wir jetzt alles? Magnesium haben wir hier. Aluminium nehmen wir noch mit. Mal gucken, ob es reicht. Nee, da fehlt nochmal ein Kobalt. Ein Kobold. Einmal rüber. Und jetzt? Ja, können wir machen. Dann haben wir die drei Stück. Haben wir die an Bord? Jawohl, die haben wir an Bord. Dann gucken wir schnell. Moment, was wollte ich jetzt machen? Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, was ich machen wollte. Vor lauter... Ach hier, die Raketendinger, genau. Dreimal Titan, dreimal Eisen bräuchten wir noch. Eisen, Eisen, Eisen. Und Titan haben wir wahrscheinlich genau nicht. Zumindest nicht in rauen Massen. Nö, hier ist nichts. Gut, da müssen wir tatsächlich Titan suchen gehen. Das würde ich dann schnell machen. Dann haben wir diese Raketenabschussdinger auch schon. Und hier auch Grüns und Grüns. So, allzu weit weg sollten wir nicht... gehen müssen, würde ich sagen. Weil Titan müssen wir haben. Wie sieht es aus mit dem Inventar? Ja.
Ich hätte jetzt natürlich die Sachen nicht alle mitnehmen müssen, dann hätten wir ja auch noch ein bisschen zusätzlich was uns krallen können. Aber das ist jetzt kein Drama. Da hinten sehe ich Titan. 3 Stück brauchen wir. Das wäre mal Nummer 1. Da ist Nummer 2 und da hinten sehe ich Nummer 3. Sehr gut. Ich nehme gleich nochmal Titan mit, weil das haben wir nicht mehr an Lager. Auch nicht, wenn wir jetzt das verbraten. Also dann sowieso nicht. Deswegen gibt es hier Titan in rauen Massen, wenn wir schon Titan in rauen Massen finden. Wasserherstellung können wir uns eigentlich schenken mittlerweile. Wir haben ja diesen Wasserkollegen da. Jetzt ist der Inventar voll. Ich habe eigentlich Kollege Jetpack. Ja, ja. Okay, sind wir wirklich schneller? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr das Gefühl, wir sind... Ja, doch, ein bisschen schneller sind wir, würde ich behaupten. Ein très petit, a little bit. So, was war jetzt hier? Guck nochmal schnell. Das Teil hier. Oh, wir können es bauen. Das ist wahrscheinlich eher was für draußen. Und ich würde sagen, gerne in einer gesunden Höhe, weil ich habe keine Lust, dass das irgendwann überschwemmt wird, das Ding. Und das wird uns wahrscheinlich jetzt die Energie wieder zusammenfräsen. Sehe ich das richtig? Ja, eine gewisse Größe haben wir hier. Ui, das ist ja Mordskollege. Der passt hier überall nicht hin. Der braucht wahrscheinlich eine... Wie soll ich sagen? Eine Ebene oder so. Wie sieht es hier hinten aus? Mal in die Richtung ein bisschen gehen. Da wird es gehen. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich nichts. Ist das schon weit unten? Ich gehe mal nochmal raus. Ja, weit unten ist übertrieben, aber was ist halt unten? Wie sieht es hier hinten aus? Hier wird es auch gehen. Ich hätte es halt gerne wirklich möglichst weit oben. Wenn irgendwie machbar. Nee, geht nicht. Kann ich ja mal drehen. Da passiert dann auch nichts. Vorher war es mal kurz grün. Also wir kriegen es hier irgendwo hin. Ja, da steht natürlich jetzt auch wieder noch was im Weg. Und hier sind wir halt in der Ebene. Also ich denke, das Ding ist so teuer, das ist Käse, wenn uns das irgendwie flöten geht, weil dann irgendwie das Wasser kommt. Hier hätten wir die Höhe, aber den Platz nicht. Haben wir auch nach hinten raus keinen Platz mehr? Das werde ich jetzt echt noch ergründen. Hier. Oder hier oben. Hier runter. Da war schon wieder ganz kurz grün. Ja. Das Teil ist anspruchsvoll, man sieht's. Aber das ist natürlich schon, wenn das erheblich den Terraforming-Prozess beschleunigt, dann ist das halt eminent wichtig. Nee, da geht's auch nicht. Es geht nur ein bisschen weiter unten und da habe ich gesagt, warum ich das nicht mag. Hier geht's. Ich mach's hier hin. So. Warnung, nicht genügend Energie. Das habe ich fast vermutet. Okay. Wir müssen nochmal Energie. Kobalt, Aluminium, Silizium. Wie viel zu wenig haben wir denn? Ja, steht aber nicht genügend. Kobalt. Titan kann mal rüber. Kobalt haben wir nicht. Wir bräuchten mal kurz noch was zu trinken. Da haben wir Kobalt. Jetzt geht uns dann echt schon wieder Kollege Aluminium langsam aus. Also langsam ist gut. Kann es sein, dass wir schon wieder kein Aluminium mehr haben? Nee, das ist hier falsch. Moment, das müsste hier rein zum Food. So, sonst haben wir zu viel von den Sachen. Brauchen wir so nicht. Was haben wir denn hier noch für einen Monitor? Ach, die Nachrichten, genau. Hier ist auch nichts, können wir lassen. Ich guck nochmal schnell. Wenn ich jetzt gerade noch wüsste, ihr ahnt es genau. Ich frage mich schon wieder, was ich jetzt gerade bauen wollte. Irgendwas wollte ich doch jetzt gerade machen. Ach, Energie, logischerweise, für das Teil da. Eisen, Magnesium, Silizium. Wir haben, glaube ich, wirklich kein Aluminium mehr. Silizium. Eisen. Magnesium sehe ich auch gerade nicht. Titan haben wir hier. Titan müsste eigentlich rüber. Da ist im falschen Schrank drin. Ist nicht so ein Drama, aber wenn wir es schon machen, machen wir es richtig. Okay, nochmal schnell gucken. Magnesium und Aluminium fehlt. Es ist nicht wahr, dass wir jetzt echt kein Aluminium mehr haben. Weil dann... Das Essen. Ja, die ist sogar leer hier. Ja, dann, das heißt nichts anderes, jetzt müssen wir wieder auf Aluminiumjagd gehen, sozusagen. Essen haben wir hier noch... Nur noch ein Teil. Okay, dann machen wir hier noch so einen rüber. Und machen noch so einen rüber. Und den Rest schmeißen wir wieder raus, weil wir müssen zuerst Aluminium haben. Bevor wir irgendwas anderes machen, das heißt, das kommt raus, damit wir Platz haben.
für Aluminium. Gut, sollen wir losdüsen? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss nur daran denken, dass wir zuerst tatsächlich Aluminium brauchen. Oh, neue Mitteilung. Nicht hängen, laufen. Dankeschön. Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden. Ach ja gut, aber das wissen wir eigentlich schon länger. Du kannst selbst Nahrungsmittel anbauen, wissen wir auch. Wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst, ja, haben wir. Erkundung und Verbesserung sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung. Ja gut, das sind alles Anfänger. Tipps, warum kriegen wir die denn jetzt? Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Ja, 3 Jahre zu spät, aber danke. Gut, also wir brauchen... Ja, nicht die Nachricht, wir brauchen tatsächlich Aluminium. Und das werden wir morgen angehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Jetpack, juhu. Kann ich hier drin auch? Jawohl, geht auch. Hehe. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.